SAS Ecotherm GmbH hat am Standort Salzbergen die Aufgaben der thermischen Abfallbehandlung im Landkreis Emsland und der Energieversorgung für die H&R chemisch-pharmazeutischen Spezialitäten GmbH übernommen. Mit den Zielen, die Umweltbelastung zu senken und die Energieeffizienz zu steigern, investiert die SAS Ecotherm GmbH rund 13 Millionen Euro in das neue Energiekonzept am Standort Salzbergen. Das Herz dieses Konzeptes ist eine neue, sogenannte Entnahme-Gegendruckturbine, die einen wesentlich höheren Wirkungsgrad hat als die beiden älteren Turbinen der Baujahre 1965 und 1972, die sie ersetzen wird. Der spektakuläre Einbau der neuen Turbine erfolgte am Dienstagvormittag, den 18. Oktober 2016, durch das Dach der Turbinenhalle. Bereits am Samstagmorgen stand der Schwertransport vor der Werkseinfahrt der Raffinerie Salzbergen. Wir haben den Turbinen abgeholt in Brno in Tschechien und hierhin gefahren. Wir haben das mit Genehmigung gemacht, die haben wir anfragen müssen. Auf dem Trajekt war da noch so eine Sperrung von einem Tunnel. Da war noch eine Schwierigkeit, dass wir mit zwei extra LKW vorne unsere LKW den Turbine die Hügel hochgezogen haben. Aber das hat alles ohnehin gut geklappt. Wir waren hier schon Samstagmorgen um 5:30. Im Prinzip hat der Transport gut gelaufen. Da die neue Gegendruckturbine größere Abmaße hat als die beiden älteren, kam es hier natürlich bei der Umsetzung mit einem 500-Tonnen-Kran auf jeden Millimeter an. Immer wieder wurden die Maße der Turbine von den Ingenieuren vor Ort gemessen und überprüft. Auf gut Glück passiert bei so einem Projekt gar nichts. Der Abstand hier von dem Grundrahmen, Abstand, Erregerabstand, das Maß müssen wir nachprüfen. Also das passt, 402 mm Abstand von der Kante von dem Flansch zu dem Grundrahmen, das passt laut der Zeichnung. Jetzt müssen wir noch Erreger hinter dem Generator messen. Wir haben 30 mm Spalt, also normalerweise, wenn das 10 mm länger ist, muss das ganz genau passen. Also der Rest ist 20 mm. Ja, momentan sind es 4 mm Unterschied, ne? 1 Meter und 3 mm plus 8 Meter kommst du auf 9 Meter und 3 mm. Hier sollten wir 8.999 haben, das sind also 4 mm Unterschied. Also das passt. Passt, ja. Passt. Die Transportprovisorium ist entfernt, nur als Schutz gegen Regen ist die Plane drauf. Die Plane wird entfernt, wenn die Anlage angebracht wird. Damit die Anlage auch wirklich sicher auf dem Fundamentsockel steht, werden sogar kleinste Ablagerungen und Rückstände des Transportmaterials an der Unterseite der Turbine entfernt. Die SAS Ecotherm hat im Rahmen eines Energiekonzeptes sich dazu entschlossen, mehrere Anlagenteile auszutauschen. Im Jahr 2015 war dies zunächst mal ein Kessel, der ursprünglich Schweröl gefeuert war. Den haben wir im Jahr 2015 durch einen gasgefeuerten Kessel ausgetauscht. Der Kessel ist seit Anfang dieses Jahres übernommen worden vom Hersteller. Ein weiterer Schritt im Energiekonzept war dann der Austausch von unseren bestehenden Gegendruckturbinen durch eine Entnahme-Gegendruckturbine. Bisher waren dort drei Turbinen installiert. Eine davon ist bereits Anfang dieses Jahres demontiert worden, um eben den Aufstellort für die neue Turbine freizumachen. Die Entnahme-Gegendruckturbine zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine deutlich höhere
spezifische Leistung hat. Das heißt, mit einer Tonne Dampf lassen sich dort mehr Kilowattstunden an elektrischer Energie erzeugen. Die Turbine, die heute eingehoben wurde, wird nun eben rohrleitungstechnisch und kabeltechnisch verbunden und dann in Betrieb genommen. Die Turbine muss bis Ende des Jahres in Betrieb genommen worden sein. Das Projekt dieses Energiekonzeptes hat insgesamt Investitionsmittel von ca. 13 Millionen Euro in Anspruch genommen und wird mit dem Abriss und Demontage der letzten Komponenten, die nicht mehr benötigt werden, in 2017 abgeschlossen werden. Hier haben die Ingenieure die Schutzplane entfernt und die Turbine steht jetzt sicher und millimetergenau auf ihrem Sockel. Die Kondensationsgegendruckturbine nimmt Dampf aus einem bestehenden Dampfsystem der Raffinerie auf, um sie dann entsprechend in Strom umzuwandeln. Der Abdampf wird dann weiter genutzt, um sie auf entsprechende Sammelschienen auf niederdrückigem Dampf weiterzufahren. Die Turbine wurde von Siemens geliefert. Es ist eine SST PAC 300 und sie kommt aus dem Werk in Brünn, Tschechien. Der Tag heute war ein ganz wichtiger Meilenstein, weil mit der Turbine Generator, die Ölanlage und alle Nebenanlagen gekommen sind. Vor drei Tagen kamen auch noch die Schaltschränke dazu und zusammen können dann entsprechend die Montagen beendet werden und in circa 2 Monaten soll dann die Inbetriebnahme stattfinden.